Also wir sind hier in Österreich, konkret in Bregenz am wunderbaren Bodensee im Kloster Thalbach, ein altehrwürdiges Kloster, das eine 600-jährige Tradition hat. Anfangs Franziskanerinnen, dann Dominikanerinnen und seit gut fast 40 Jahren ist unsere Gemeinschaft, die geistliche Familie, das Werk hier an diesem Ort. Ich bin der Pater Thomas Felder, der international Verantwortliche der Priestergemeinschaft des Werkes. Also unsere Gründerin Julia Verhache ist 1910 geboren in Flandern. Sie hat dann als kleines Kind eben den Ersten Weltkrieg erlebt. Die Familie musste dann die Heimat verlassen, mussten Richtung Brüssel gehen, fliehen. Das Haus wurde dann abgebrannt, sie hatten praktisch nichts mehr. Und nachher mussten die Mädchen auch damals mit etwa 14 Jahren in Betriebe gehen, in Familien gehen, um dort eben mitzuhelfen. Mit 17 Jahren hatte sie einen Unfall. Haushalt. In Belgien sind die Stiegen schmal und sehr steil. Und sie hat damals geputzt und ist von der Stiege runtergefallen, unten auf einen Metalleimer. Sie hat dann Rippenbrüche gehabt, musste operieren. Sie war ab diesem Zeitpunkt einfach auch, hatte sie nicht mehr die nötige Gesundheit. Aber dann hat Gott klare Zeichen gegeben, er will der Kirche durch sie, Mutter Julia, etwas Neues schenken. Und so ist 1938 es zur Gründung des Werkes gekommen. Und dann war sie zuerst in Belgien lange Zeit, dann später in Innsbruck, später in Rom und eben die letzten ca. 15 Jahre ihres Lebens hat sie dann in Vorarlberg hier in Bregenz am Bodensee verbracht. Also das Kloster Thalbach hier gibt es eine Priestergemeinschaft, das sind 7 Mitbrüder, die in einem Haus nebenan wohnen und hier im Kloster selber wohnen ca. 30 Schwestern. Dadurch, dass das Kloster Thalbach das internationale Zentrum von unserer Gemeinschaft ist, ist ja ein Teil der Leitung hier. Es ist die Administration da, das Archiv, das reichhaltige Archiv über die, mit den Briefen und Unterlagen von Mutter Julia, unserer Gründerin. Hier haben wir ein geistliches Zentrum. Das Kloster ist selber groß, sodass hier allein schon für den täglichen Bedarf wie Küche, Wäsche und Hauspflege es schon natürlich Menschen braucht, die dafür sorgen. Wir machen von hier aus die Mitbrüder sehr viele Aushilfen hier in der ganzen Diözese, Feldkirch, aber auch in der nahen Schweiz oder auch im süddeutschen Raum. Wir haben einen größeren Saal für Versammlungen, einen Jugendraum dabei und so, dass einfach das heutige Kloster Thalbach nicht mehr ein monastisches Kloster mit dem Leben nach ist, die Mauern ja, aber dem Leben nach eine sehr dynamische junge Gemeinschaft, die eben weltweit, nicht weltweit, aber international einfach auch wirkt. Und für uns ist immer wichtig, einerseits klare Prinzipien zu haben, auf der anderen Seite sehr dynamisch zu sein. Die Mutter Gründerin hat humorvoll gesagt, ihr müsst kontemplative Fallschirmspringer sein, die man irgendwo überall irgendwie hinunterlassen kann, ohne große Regel dann wissen, was sie zu tun haben, um dem Reich Gottes und vor allem auch der Kirche zu dienen und für sie das Reich Gottes zu wirken. Also mitgeben möchte ich vor allem Ihnen allen, Kirche ist etwas Wunderschönes und etwas Großes, etwas Herrliches, neben allem Schmutz, den es auch in der Kirche gibt, aber es ist die Gründung Jesu Christi und jeder hat da seine Aufgabe, seine Berufung und wenn man im einen Glauben geeint ist, im Glauben der Kirche, in der Liebe, dann kann Gott auch heute in dieser sehr fluiden und oft einmal orientierungslosen Gesellschaft ungemein viel Glück schenken und wir können vor allem für andere auch gleichsam ein kleiner Leuchtturm sein, hin, worauf die, wohin die Reise eben geht, nämlich einmal zu Gott in den Himmel.